Hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear 2, Solid Snake und vielleicht dem großen Finale. Ich mache übrigens die Ansage für die Leute, die das interessiert, die sagen ja so gern, mach doch mal Outtakes. Ich mache diese Ansage jetzt zum zweiten Mal, weil alle zwei Minuten hier ein Postpaket kommt. Das ist total toll. Ah, egal. Kümmern wir uns um das Finale. Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen von der letzten Aufnahme zu dieser Aufnahme, sind wir schon bei einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Und ich sag mal so, die ersten zwei Sekunden, die jetzt kommen, die kenne ich schon. Das ist aber nicht viel. Also deswegen, viel gespoilert habe ich mich nicht. Ich weiß, was jetzt kommt ungefähr. Das weiß ich ja auch in dem ganzen Game. Und das machen wir jetzt. Wir haben Big Boss besiegt. Wir haben Gray Fox besiegt. Wir haben Dr. Petrovic auch wohl die Ruhe gegönnt, wobei den sehen wir ja nochmal. Oder, naja, nicht unbedingt, wir sehen ihn ja wieder, aber der lässt sich noch was einfallen. Ja, da freut sich Liquid Snake besonders drauf. So. Und was jetzt kommt, die Veteranen der Serie kennen das. Auf geht's. Was? Entschuldigung, geht's dir gut? Ich bin's nur. Holly! Überrascht? Ich hab knapp überlebt. Wie ist es dir ergangen? Haben wir uns nicht versprochen? Dass wir uns immer treffen, wenn wir noch leben? Hä? Das ist eine merkwürdige Übersetzung. Egal! Das ist das, was ich gesagt habe. Guck doch einfach nochmal das Let's Play. Kleine Werbung. Hier, ich hab diese Waffe von einem Feind mitgenommen. Danke. Nun, wie kommen wir jetzt hier raus? Soll ich uns eine Limo rufen? Snake, der alte Komiker. Ihr kennt diese Szenen, ne? Wo dann irgendwie, weiß ich nicht, im Hintergrund irgend so ein Strohballen durchs Bild geht oder man hört Grillen zirpen. Und das habe ich gerade im Kopf. Das ist keine Zeit für Witze! Das war auch keiner. Das ist Snake. Charlie, antworte bitte. Soll ich den wie Charlie Sheen sprechen? Also Charlie, jetzt Snake. Mission abgeschlossen. Nimm uns mit. Okay. Wir treffen uns am... Wir treffen uns am... Am Abholpunkt. Irgendwelche Gäste? Einer. Eine blonde Schönheit. Oh mein Gott. Schreibt doch einfach mal, in wie vielen Sekunden bei diesem Satz euch die Kotze hochgekommen ist. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und die weiblichen Zuschauer, die Handvoll, die ich da habe, sagt doch mal, ob das wirklich eine Pick-up-Line die funktioniert. Wahrscheinlich im Kriegsgebiet, wenn man keinen anderen hat, wahrscheinlich. Aber ist ja nicht so unbedingt die typische Beziehung, hoffe ich. Hoffe ich. Ich sehe euch dann. Ende. Holly, ich werde bis zum Abholpunkt ohne Pause laufen. Kannst du mir folgen? Oh Junge. Das hört sich hart an. Du siehst ein bisschen müde aus, aber diese Übung ist gut für dich. Lass uns loslegen. Seit wann bist du so ein Drill Sergeant? Seitdem ich der neue Big Boss bin. Hä? Sehe ich dir später. Und das machen wir jetzt auch. Wir laufen von Screen zu Screen bis zum finalen Punkt. Und natürlich könnt ihr euch denken, das geht nicht so einfach. Denn komischerweise, die Genomsoldaten arbeiten auch noch Chef. Ja, das sind perfekte Mitarbeiter, ne? Da muss man lange versuchen, glaube ich. Ach, noch eine Fallgrube. Ja, und mitten in den Rücken. Komm, die Ration nehme ich. Das wird mit Sicherheit noch hart. Hey, ich habe ein paar Mal eine Folge getroffen. Ist in diesem Let's Play nicht oft passiert. Ganz im Gegenteil. Ach du meine Güte. Natürlich. Wie gut, dass jetzt auch noch ein Lift kommt. Komm. Lift, wo bleibst du? Ah, er will die Welt retten, aber die Technik versagt. Wahrscheinlich, weil der Liftjunge gerade Pause hat. Ah, wo ist denn? Mach die Tür doch auf. Oh, da kommt gleich wieder jemand. Nicht mit deinen Schuhen. Mit deinen Schuhen kommst du ja nicht rein hier. Du Scheiße. Ah, Gott. Rein.
Hoch oder runter? Komm. Fahren wir hoch. Der hat unendlich Schuss, ne? Das sehe ich gerade. Das ist gut. Gut zu wissen. Also. Zack. Und raus. So, weiter geht's. Ich muss ja auch ohne Pause spielen, ne? Ist noch so eine Ration? Nehme ich. Ah, noch so ein Genom-Soldat. So, dann machen wir hier einen Quicksave. Ach, Stolperdraht, natürlich. Natürlich. Er weicht aus. Snake ist gut. Kriegt den Stolperdraht nicht weg, aber sie treffen ihn auch nicht. Natürlich, und zwei davon. So, die muss ich aber erstmal beschäftigen. Weil die treffen. Die treffen wirklich und das finde ich doof. So, erstes weg. Weil das ist nämlich genau, ihr habt das ja gesehen, ihr wisst das ja schon aus dem anderen Folgen. Das ist genau das Problem, dass hier... Ah, das ist schön. Das ist gut. Da ist die KI schon dämlich, das ist toll. Na gut, der sollte auch nicht so unbedingt ein Problem sein. Gibt so ein paar Standorte, wo man mit den Diagonalen aufpassen muss. Ihr kennt das ja noch mit der Geschichte, wo wir mit grüne Mütze uns mal eben das ganze Gebiet hier angeguckt haben. Diesen Ferienort Sansibar. Ah, wir sind da. Charlie, du bist spät. Was? Christmas will be... Weihnachten wird bald vorbei sein. Hä? Okay, vielleicht kam das zu Weihnachten raus, das Game. Das ist Charlie. Ich bin noch 10 Kilometer von euch weg. Haltet durch. Beeil dich. Ja, schön. Und noch eine Fallgrube mitten im Dschungel. Ja, wahrscheinlich vom Vietcong noch übrig gelassen, oder was? Meine Fresse. So. Beeil dich. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Oh, ich treffe endlich mal. Zum Ende des Let's Play habe ich es gelernt, ne? Ist toll. Vielleicht ein bisschen spät, aber... Besser spät als nie, ne? Die Waffe ist nicht ganz so toll, aber dafür hat sie unendlich Schuss. Na, komm. So. Wie lange muss ich denn hier durchhalten? Schön, so ein Survival-Modus. Kann Holly nicht ein paar Kanonenkugeln abfangen? Weil ich habe so das Gefühl, so wie wir Snake kennen, es endet nicht gut mit seinen Love Interests. Ich weiß nicht, hat man von Holly White jemals wieder gehört? Ich glaube nein, ne? So, Freunde der Nacht. Na? Wie lange braucht der denn für 10 Kilometer? Ist Navi kaputt? Oder hat er seinen Hubschrauber-Lenkmechanismus als App oder so? So. Es kommt keiner mehr, das sieht gut aus. Haben wir es geschafft? Hallo? Hallo? Muss ich hier einmal kurz anrufen? Nö, ne? Ja, schön. Ist das jetzt ein doofer Glitch, oder? Passiert da noch was? Oder muss ich die Cartridge angewählt lassen? Ja, ist toll. Soll es jetzt infiziert sein? ja. Lustiger Bug, wenn... Wir warten mal einfach noch mal ein paar Sekunden, ob sie was tut. Das ist ja lustig. Das ist doch lustig. Wenn wir Campbell rufen? Ach, ich mach auch geile Highlights, ne? War ja auf 166 oder sowas, ne? War der, glaube ich, zum Schluss. Ne. Kann ja Holly anrufen. Was soll das jetzt? Soll ich jetzt nochmal zurückgehen? Also in die Fallgrube falle ich sicherlich nicht. Er hat doch auf 000 gefunkt, ne?
Ja. Dann warten wir jetzt mal eben noch 10 Sekunden und dann lasse ich mir mal was einfallen. Das ist ja geil. Ja, das war Metal Gear 2 Solid Snake. Ich weiß, es gibt noch einen Abspann und es gibt einen Epilog. Der würde jetzt noch kommen. Das ist, kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich finde das klasse. Ich setze hier einen kleinen Cut. Und wenn ich gleich irgendwie weiß, warum es hier nicht weitergeht, sehen wir uns gleich wieder. Das ist ja wohl geil. Arg! Da sind wir wieder in alter Frische. Wir kennen die Szene. Und jetzt wird's logisch. Denn irgendwie gibt es irgendeine Stelle, wenn man die triggert. Ah! Da musst du erstmal drauf kommen. Ihr müsst also da tatsächlich irgendwo in der Mitte stehen und da nochmal Space hauen. Verdammt, ich habe keine Munition mehr. Snake! Scripted Events der 8-Bit-Zeit, mein Gott. Alles schön, alles toll, wir haben's. Ein Helikopter, wir sind gerettet! Keine Sekunde. Boah, das hatte ich gerade wirklich auf der Zunge. Keine Sekunde zu früh, Charlie! Hey, ich wollte euch zwei Turteltäubchen nicht unterbrechen. Kling, kling, läuft da was? Snakey, Arthüte? Hä? Verstehe ich nicht. Was soll denn laufen? Meine Nase? Snake. Oh Gott. Was meinst du, kommen wir vor Weihnachten an? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der fliegt. Ugh. Vielleicht sogar vor dem Dinner. Das sind Dating-Sprüche, meine Güte. Also da können wir froh sein, dass die Welt noch nicht ausgestorben ist. Gute Idee. Ich habe genug von diesen Feldrationen. Ja, und ich erstmal. So, Cutscene. Also es kommt noch ein kleiner Epilog, das sage ich schon mal vorweg. So, jetzt müsste sich der Hubschrauber abheben. Das ist tatsächlich in so einem Mini-Bild, ne? Also wundert euch nicht. Also ich gehe davon aus, der MSX2, der hatte zwar schon ein bisschen Power unter der Haube, aber wahrscheinlich irgendeine Vollbild-Animation davon konnte er wahrscheinlich nicht hinkriegen. Oder sie wollten es jetzt verdammt filmisch machen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch wieder eine Anspielung auf Rambo 2. Es sind ja genügend Anspielungen auf irgendwelche Filme drin. Das vielleicht mal für euch als Aufgabe in diesem wohlmöglich letzten Teil. Ich gehe mal davon aus, da kommt nicht mehr so viel. Genau, da kommt noch der Epilog, dann haben wir es auch durch. Dann mache ich nochmal meine 2 Minuten salomonische Sätze. Könnt ihr ja schon mal überlegen, aus welchen Filmen man sich hier bedient hat. Der gute alte Hideo. Also das ist ganz klar. Ne? Stuff. Ich lese in der Zeit, wo ich ein bisschen was über das Game erzähle, auch mal ein bisschen wie den Namen vor. Ihr kennt das ja. Ich verhunze wieder die ganzen Leute. Also, was soll man zu diesem Teil sagen? Gilt als das beste MSX2-Spiel aller Zeiten. Als bestes Metal Gear aller Zeiten. Ist es gut? Ja, es ist gut. Es hat viele Elemente, die damals revolutionär waren. Jetzt mache ich mal wieder meinen Namen. Akada, Toshinari Oka, Hiroki Fukui. Kann man sagen, man muss diesen Titel gespielt haben? Ja, man muss ihn gespielt haben. Wenn man nur irgendwie ein Fan davon ist und wo man gerade Hideo Kojima sieht. Es ist filmisch sehr gut inszeniert. Natürlich hat es auch wieder seine Längen, seine Hänger und auch wieder seine unlogischen Stellen. Willkommen in der 8-Bit-Welt eben, wie Teil 1. Aber es ist ein unglaublich guter Titel. Und wenn man, das können vielleicht alle Let's Player auch bestätigen, wenn man einen Titel hat, den man irgendwie fast an einem Tag durchzocken will, ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Shoko Fukui, Tomohiro, Hishio, Taiyuro, Yoshikaka, Yoshikoko, Ota, Shihiko, Ota, ja, sonst verklagt er mich noch. Gut, der wird mich nicht kennen, aber wenn er mich kennt, dann sehe ich, dann steht da irgendjemand vor der Tür und vermöbelt mich. Und das möchte ich nicht haben. Tomohiro Hishoi, oder Nishoi. Soundtrack natürlich passt jetzt auch ganz gut mit dem Thema Soundeffekt. Absolut brillant. Mit das Beste, was auf dem MSX2 war, glaube ich, passiert ist. Kashuhiko Uehara. Kann ich nur absolut mich freuen und sagen. Und jetzt kommt der Music Composer Masahiro Ikariko und Mutsuhiko Izumi Hugo
Kura, Hashi, Tomoa, Tomita und Kashohiko Uehara. Oh, wie viele Leute waren denn dabei? Yushi, Takoishi, Tsuyoshi, Sekito. Unglaublich geilen Job. Wer Metal Gear Solid kennt, die ganzen Zusatzmissionen, die ganzen Weapon Mode, Sneaking Mode und all sowas. Ihr habt das sicher gehört. Das sind die remixten Songs von diesem Teil hier. Und teilweise natürlich auch von Metal Gear 1, aber... Okay, so toll. Aber unglaublich starker Soundtrack. Die Grafikgestaltung, ja, hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt einige Sachen, die finde ich nicht ganz so gut. Die Player-Models und sowas, die finde ich ein bisschen... Ja, vielleicht war auch nicht mehr drin, aber was so ein paar Settings angeht, Tomohiro Nishui, hatten wir gerade schon mal, das ist ungefähr das, was heute bei Sims 3 normal ist. Das war schon echt detailverliebt. Yoshihiko Takani. Ja, ist dies ein wichtiger Teil im Metal Gear Universum? Mit Sicherheit. Es ist genau die Wende zwischen dem Snake Rookie, der bei Metal Gear 1 eigentlich als Zombie-Drohne da durch das Feld rennt und hier eigentlich langsam anfängt an allem zu zweifeln und auch wenn man sieht und auch eigentlich mit Krieg nichts mehr am Hut haben will. Tomonori, Utusaki, Mr. Wahiki, Mr. Uineo, Parapin Harada, Yumiko Hashioko. Übrigens Gruß an Programmierer, falls ihr mich mal irgendwie danken wollt, macht das, ich freue mich. Ich bin da rampengeil. Takumishi Tsusakawa und Achten Tahurin. Okay, meinetwegen, Translation. Ja, die Übersetzung ist ein bisschen grenzwertig. Ich habe das gesehen. Wer Subsistence kennt, die ist natürlich besser übersetzt worden als hier so eine Fan-Translation. Aber ich denke, trotzdem, das hat seinen Job gemacht. Das machte, war gut, das war spielbar. Das hat auch diesem Titel den würdigen Ruhm gegeben, das mal auch in der westlichen Welt zu sehen. Hideo Kojima, brauche ich nicht zu erwähnen. Hideo Kojima, Legende, 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 Legende. Ich verbeuge mich. Dann hätte ich einen Hut, würde ich ihn ziehen. Mit Metal Gear, Zone of the Enders, Snatcher, Police Nauts und was er alles geschaffen hat. Ganz großes Tennis. Wirklich ganz großes Tennis. So, jetzt kommt noch der Epilog. Ich würde keinen Director's Cut geben, das kann ich schon mal wegnehmen. Gut gemacht, Snake. Wie wär's, wenn du zurück zur Einheit kommst? Der Albtraum ist weg. Ich bin frei. Verstehe ich. Schade. Aber die Cartridge ist die, die Doktor mal verlassen hat. Sollen wir sie mal öffnen, die Cartridge? Nee, muss nicht. Ich bin mir sicher, es ist die richtige. Lege sie in ein MSX. Ich habe einen hier, meinen guten alten MSX. Kleine Werbung. Nichts passiert. Oder? Sie. Snake hat recht. Was meinst du? Ich versteh's nicht. Marvs Signatur ist drauf. Kyo Marv. Komplett. Hä? Ach nun versteh's. Es ist rückwärts. Ne? V-RAM. Ne? Kleiner Hinweis. Nun ist die Welt gerettet. Dr. Marvs letzte Leistung. Oder letzter Dienst. Er hat wirklich Spiele geliebt. Er starb. Gefangen in politischen Spielen. Er verließ ein Spiel, das er nicht gemacht hat. Snake, wo bist du? Snake ist weg! Snake, ich denke, sein Platz ist nicht länger mehr hier. Gruß an Solid. Snake, Snake, wie gemein! Er machte ein Dinner-Versprechen mit mir und ist jetzt weg! So, und jetzt Cast! So, und jetzt hier, wie gesagt, beim letzten Mal ist ja, an wen erinnere ich die? Roy Campbell natürlich an den Darsteller, der auch bei Rambo den Campbell gespielt hat. Holly White. Ja, vielleicht nicht unbedingt das spannendste Love Interest, da gibt es sicherlich in den anderen Teilen mehr. George Kessler. Der Einzelkämpfer, der auch schon das geilste Bandana der Welt hat. Einstein. Dr. Petrovic Madner. Deswegen auch Dr. Madner, Dr. Petrovic. Sie waren sich da auch nicht so ganz so einig, wie er jetzt nun heißen soll. Josef Nodden. Ich glaube, den haben wir nie wieder gehabt. Der war auch jetzt nicht so wichtig, denke ich.
Master Miller. Den hatten wir ja ein paar Mal noch. Dr. Kiyomarv. Und da ist das, um das einzuleiten, da ist der Gag mit La Mulana. Der Gag ist hier nämlich, kommt nämlich hierher. Und natürlich Frank Jäger. Grey Fox. Die Legende. Foxhound eben. Natascha Markova. Ja, und wie gesagt, La Mulana, das hat diesen Gag mit Cartridge und dem Ende und sowas, den hat man hierher. Das ist nicht alles aus, natürlich Sean Connery, alias Big Boss. Naked Snake. Hindy. Immer wieder unser einer meiner Lieblingsgegner. Und natürlich, jetzt zelebriert es. M-E-T-E-L-G-E-R-A-D. Metal Gear D. Und wer war noch ganz wichtig diesen Titel? Dennis Quaid. Solid Snake. The Man. The Legend. Ja, das war's. Das war's wirklich. Ich lasse noch mal ein bisschen was von dem Intro laufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Let's Play. Ich denke, es ist einer der ganz großen Titel, die man kennen muss, die man auch mal gesehen hat. Auch natürlich auch einer dieser bekannten Titel, die nach Europa kamen, die auch nie Japan irgendwie verlassen haben, warum auch. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit mit einem der genialsten Themes auch der 8-Bit-Welt. Also das ist schon fast Mega Man-Qualität, da mal drüber zu quatschen. Ja, ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken, die dieses Projekt so erfolgreich gemacht haben. Es war erfolgreicher als der erste Teil. Ihr könnt den ersten Teil gerne euch nochmal angucken. Ich denke, den habe ich auch einigermaßen vernünftig hingekriegt. Ich hoffe, ich bin diesem zweiten Teil gerecht geworden. Es ist die verdiente Legende, die man auch so präsentieren muss. Es hat seine Hängen und Würgen. Ihr seht ja auch ein bisschen, die Dialoge sind manchmal doch ein bisschen hölzern. Wir wissen jetzt nicht, ob es jetzt an der tollen, granatenstarken Übersetzung liegt. Oder ob das wirklich so geplant war. Aber so ein bisschen Kitsch, wissen wir ja, macht Hideo ja auch gerne mal. Die Frage ist, das kam auch schon auf, ob ich jetzt meinetwegen auch Ghost Babel, also den Metal Gear Solid für den Game Boy und sowas angehe, oder eben auch natürlich Metal Gear Solid, / die Twin Snakes, ist eine gute Frage. Wenn ich Metal Gear Solid mache, mache ich wahrscheinlich die Twin Snakes, aber bis dahin muss man noch technisch was drauf haben, da müsste man... Ich habe ungefähr, kann ich ja auch mal erzählen, 2 Monate gebraucht, damit das Headset und die Aufnahmen und so alles funktioniert, damit es auch so ist, dass man sich angucken kann und nicht sofort sagt, ach mein Gott, ey, der kann gleich wieder aufhören. Das kann also sein, dass ich mir da ein bisschen Zeit lasse. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Kommt auch darauf an, wie erfolgreich der Kanal wird, was da noch alles passiert. Der Support von euch ist grenzenlos. Also gerne, wie gesagt, ne? Ich versuche jede PN, jeden Kommentar noch zu beantworten. Wenn das irgendwo mal Überhand nimmt, könnt ihr verstehen, das wird dann irgendwie auch nicht gehen. Aber bis dahin, super. Und das Abonnieren, Kommentieren, Bewerten nimmt mir auch keine übel. Da hat bis jetzt noch kein einer geschrieben, Alter, halt endlich die Klappe! Nein, ganz im Gegenteil. Es nervt tatsächlich dann wohl doch nicht. Das finde ich gut. Und man muss ein bisschen was tun. Man muss ein bisschen Werbung auch für sich machen. Das ist einfach so. Man muss ja ein bisschen gucken, wie man auch nach vorne guckt. Vielleicht kann man ja doch mal irgendwie was anderes ein bisschen professionalisieren. Kleiner Dank hier noch auch im Abspann an die Marketingabteilung von Konami. Die Fragen hinsichtlich der HD-Kollektion beantwortet haben, die ich dann auch dementsprechend hier ins Let's Play einfließen ließ. Von denen ich auch weiß, dass die hier die ein oder andere Folge auch gesehen haben. Vielleicht haben sie sogar alles gesehen. Ha, Grüße mal. Freut man sich. Also selbst die waren davon begeistert und zufrieden. Und selbst wenn die, und ich vielleicht, gut, in Japan wird mich keiner verstehen hier, aber vielleicht wenn irgendwie der große Hideo Kojima mir mal irgendwann sagt, hast du gut gemacht, du bist würdig meiner Spiele, dann gebe ich das gern zurück. Denn dank Hideo Kojima hatte ich... mehr als eine gute Jugend, das muss man ganz ehrlich sagen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Games. Was gibt's zu sagen? Es ist ein toller Titel, es ist eine würdige Legende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich möchte es auch nicht jetzt wieder so 10 Minuten schnulzig machen lassen, das habe ich beim ersten Teil schon gemacht. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, diesen Titel zu spielen, spielt ihn, spielt die Subsistence-Version. Wer was mit dieser Serie anfangen kann, muss diesen Titel gespielt haben. Ich bedanke mich bei jedem, ich bedanke mich bei allen, die geguckt haben, bei allen, die kommentiert haben, bei allen, die eine PN geschrieben haben, bei allen, die per Facebook, Twitter, Google Plus und den ganzen sozialen Kram, sag ich mal, einfach gemacht haben. Gerne immer wieder
Alter. Ich mache jetzt mal ein bisschen so den kleinen. Ich werde das jetzt nicht mehr übersetzen. Werde ich jetzt ein bisschen so langsam zum Ende kommen. Werde dann sagen, ja, es war von der Länge akzeptabel. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass es einfach zu lange wird, aber es waren nicht viele Hänger, nicht viele Sachen, die man irgendwie wegschneiden musste. Und wenn man so die letzte Stunde nimmt der Aufnahme, das war schon ein gutes Action-Kino. Es gibt hier natürlich auch ein paar Stellen, die wieder unglaubliches Padding sind, die Backtracking haben. Ja gut, das ist halt in der 8-Bit-Welt so. Das habt ihr auch bei anderen Teilen. Also das ist nicht unbedingt ein Prinzip von hier. Wenn wir den Ausblick machen wollen, was kommt als nächstes? Ich glaube, wenn ihr das seht, dann wird Manic Mansion zum Beispiel nicht mehr laufen. Dann wird da schon der letzte Ninja sein. Und nach dem letzten Ninja wird höchstwahrscheinlich dann auch Zack McCracken kommen. Also es kann jetzt sein, dass das alles vielleicht schon durch ist, dass ihr das alles, wenn ihr das schon seht, das auch schon läuft. Und hier wird zu 80 oder 90% wird es dann mit Uses weitergehen. Ein Spiel, das man auch kennen muss. Und ihr könnt ja mal, das ist so das hatte ich noch so hier auf meinem Zettel, mal überlegen, ob ich euch mal sagen soll, als jemand, der auch die MSX-Spiele kennt und nicht irgendwie nur der Meinung ist, er muss da irgendwas erzählen, euch mal einfach mal sagen, aus welchen Teilen Lamulana denn gebastelt wurde. Denn es war nicht nur Maze of Galleus. Ihr seht das, der Endgag stammt von hier. Und die Kämpfe stammen von Vampire Killer-Castlevania. Das Design der Welten stammt von Uses. Die Idee der Rätsel stammt von King's Valley 2. Das heißt, die haben ein Potpourri den ganzen MSX-Games gemacht und einmal schön umgedreht. Könnt ihr mal sehen, ob ich mal einfach dazu mal ein Video machen soll. Dann würde ich so ein paar Cutscenes aus den ganzen Teilen machen und dann könnt ihr entscheiden, vielleicht sind da auch noch ein paar Sachen dabei, die sich dann als Let's Play lohnen. Uses, wie schon gesagt, wird höchstwahrscheinlich als nächstes kommen. Das ist das, was die Leute eigentlich haben wollten und dann muss man es ihnen auch geben, ne? Bisschen fürs Publikum, ne? Ihr seid meine Hasis, für euch mache ich alles. Ja, und fair, wenn es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass wir dann doch mal einen Solid oder einen Twin Snakes machen. Es ist nicht ausgeschlossen derzeit, aber ach, wer weiß, was so in einem halben Jahr oder in 9 Monaten alles möglich ist. Ich hätte ja bis jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt das bis jetzt, was jetzt erreicht wurde, dass ich das überhaupt erreicht hätte. Deswegen, meine Erwartungen sind mehr als übertroffen worden. So, jetzt als kleines Schlusswort, ich möchte es beenden. Wenn ihr das gefallen habt, ihr könnt auch die Playlist abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr könnt auch nochmal diese Folge abonnieren, kommentieren, bewerten. So, und jetzt sage ich in den letzten Sounds over and out. Auf Wiedersehen.